Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Also, ey, hier der Weg scheint wohl der beste zu sein. Hier so nach vorne anscheinend wohl nicht so. Jetzt das alles so sage, also wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Der Weg hier, der ist tot. Der Weg hier soll auch nicht so geil sein. Am besten soll wohl der hier denn sein. Aber ich weiß nicht ganz genau, ne? Wir werden uns das angucken. Und am besten, ja, mit den. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich würde eigentlich gerne hier mal den Kraftwagen hier so lang fahren. Komm, wir machen das einfach. Wir wechseln in den Katharin rein. Hier sind wir, ja. Ne, verbinden wir uns hier. Ne, hier oben mit denen. So. Ne, das ist irgendwie komisch verbunden. Also, was auch immer du hier machst. Ne, das ist absolut scheiße. Was machst du denn? So ist besser. So, wir starten. Ja, start your engine. Wenn ich hier schon mal gucke, ist das hier oben auch gar nicht so geil, ne? Irgendwie so dazwischen durch hier. Oder wir machen das wie folgt. Ich mache mit den Tatarinen hier unten lang. Hier so lang. Und der andere fährt hier so lang. So machen wir. Ja, jetzt ist schon mal. In Anima. Nee. Alles klar. Dann können wir Deo wieder loslassen. Okay? Ab, weg, aus, Ende. So. Gut, dann teilen wir uns die Arbeit einfach so ein bisschen auf. Also, was heißt wir, ne? Aber so ein wenig. So. Ich weiß auch gar nicht, hier ist irgendwann die Krümmung, ne? Ich würde sagen, hier fahren wir rein in den Weg gleich. Wurde ja eigentlich so als bester Weg ab. Nee, der sieht gar nicht gut aus. Das sieht ja nicht ein bisschen geil aus. Ja, ich fahre den Platz. Das sieht nicht absolut hässlich aus. Ich kann aber auch falsch verstanden haben, ne? Kann da sein, dass geradeaus der beste Weg ist. Aber ich gehe so durch. Der ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich kann mir vorstellen, mit so einem Langschnauzen-Avus hier nicht lange Spaß irgendwie. Mehr gefreut, wenn jetzt hier so ein Upgrade gewesen wäre. Ich scheint es noch nicht mal eine Aufgabe. Ach du Heiliger, was ist das denn hier? Todeskreis? Oder? Ist da irgendwas Englisch drauf? Ich kann das nicht lesen. Ach du Heiliger, was ist das denn hier? Und das die berühmten Kornkreise von. Hast du das gesehen? Hab ich da überhaupt. Der ich erschossen werde, ne? Zerstöre ein National. Was auch immer. Nicht normal, oder? Dieses Gebilde hier wirklich? Oh, aber wir über. Oh. Wenn ich jetzt loslasse. Schon wieder doof gelaufen hier. Warum will der denn auch hier oben irgendwie wo anfassen? Okay. Können wir uns auch machen? Aha. 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 Warum willst du das nicht? Wie die rum? Ganz hier so hin. Ich müsste eigentlich mich dann irgendwie hier so gerade ziehen. Irgendwie zumindest.
Oder zumindest denn so, dass ich mich abplatzieren könnte. Ich versuche mir erstmal hier so ein bisschen. Kann er sich ja jetzt hier so ein bisschen hochziehen, ne? Oh ja, guck mal, jetzt sind wir hier auf die Kante. Jetzt könnten wir vielleicht, eventuell. Ja, Moment. Ich finde doof, dass die Gewichtspunkte so weit unten sind, ne? Aber er kriegt jetzt nicht, ne? Doch, 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 doch. Yo! Oh! Geile Sache. So, ich mach mal ein bisschen hell. Easy. Easy, easy. Ah, naja, halb ein Baum drin, ne? Aber geht schon. So, der Weg ist hier ein wenig. Okay. Und das ist ja auch das Lagerhaus. Das ist aber schön. Stellt euch mal vor, das wäre einfach zu erreichen. Ne, das ist ja schön. Ne, hier oben. Da. Also ich würde mich hier auch immer beliefern lassen. Selbst eine Pizza oder so. Stell mal vor, du bestellst eine Pizza, die musst du ja denn schon am Vortag bestellen, damit sie wissen denn A, wie die Witterung sind und wann die denn ankommen sollen, ne? Dass die auch pünktlich kommt. Und dann heißt es, du musst ja im Auto den praktischen Ofen haben. Du legst die Pizza praktisch auf dem Motor drauf. Und das geht ja gar nicht mehr. Damit es denn so was wird. Ich fahre erstmal hier diesen kleinen Weg, weil ich denke mal, hier oben wird noch so eine Kurve sein. Und dann werden wir wahrscheinlich die uns irgendwie so verbinden. Deswegen erstmal noch ein Stück geradeaus hier. In diesen leicht zuckerbehafteten Schneeweg. Und dann werden wir... Ja, ich glaube, der Weg, der war da eigentlich ein bisschen weiter links. Boah, wir fahren so, wie wir wollen anscheinend. Ich jetzt schon ein Stück. Ach, muss ja noch ganz schön. Okay, okay, okay. Also mit großen Truck brauchst du hier aber echt nicht anfahren, weil manche hat gleich hier noch funktionieren, aber du musst auf jeden Fall die Feder dann noch mal so ein bisschen machen, ne? So. Okay, ich stelle den erstmal hier so ab. Das sieht ja ganz. Ja, der Weg, der war okay. Ganze hier mal, ja, Millimeter hätten wir hier vielleicht noch rausfahren können, aber wird er ja wohl noch schaffen hier. Boah, hier nicht nur Steine im Weg, sondern auch ganze Erdlöcher. Ja, was habe ich, ne? Müssen ja jetzt hier auch nicht alle hier verballern an. Also wir bewegen uns zwar vorwärts, aber ob Grundschwinde vorwärts ist, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Jetzt bewegen wir uns kaum noch vorwärts. Ja, würde ich mal sagen, wenn wir jetzt da mal den festen Punkt haben, sollte es relativ schnell gehen. Nicht kippen, ne? Nein, 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 ich habe gesagt nicht, nicht kippen. Ja, und dann hat man es dann, guck mal, vielleicht geschafft. So,
würde ja dann aussehen, hier mit den Großen würden wir ja da unten rumfahren und würden dann hier wahrscheinlich nach oben kommen, ne? Wäre denn einfach so, ne? Hier da hinten mal reingucken. Ich hatte hier irgendwas nicht, ne? Jetzt steht hier auf dem Schild, Achtung, Bodenwelle kannst du aussetzen. Was ist hier? Oder ach du Heiliger, was ist das denn hier? Das ist keine Bodenwelle. Das ist absolut scheiße. Also hier könnte man ja vielleicht noch sagen, dass wir hier vielleicht genau oben raufkommt, ne? Wäre ja hier dann noch so ein bisschen möglich, vielleicht eventuell. Das ging ja. Und drauf an, wie jetzt hier vielleicht der Weg aussieht, weil wenn man hier so runterrutscht oder so. Kleine Steine gehen vielleicht auch noch. Jetzt muss man ja hier schon. Achso, ich bin am Lasten. Sagen, ey, ich komm hier nicht rüber. Ja, komm schon. Ich wollte eigentlich hier ein bisschen weiter unten, weil das ist der nächste Tiefpost der Schnee. Ich glaube, ob das dann wirklich so funktioniert, weiß ich nicht. Nee, ich wollte eigentlich. Ey, nein, ich will. Nein, nein. Warum würdest du denn. Aha. Aber manchmal ist es so komisch. Das hätten sie echt ein bisschen optimieren können. Klar, das kann man alles automatisch machen und so weiter und so fort. Aber und ich weiß nicht, der Weg könnte vielleicht eventuell auch alles funktionieren. Aber immer eventuell. Wenn der jetzt hier nicht überall rüberfahren möchte. Wie ein Kesselkicker. Okay. Und jetzt müssen wir hier ja eigentlich wieder Richtung Katharin kommen, ne? Das ist doch hier bei Burger und Buch stehen. Da sei. Ja, und dann geht es ja eigentlich hier. Das ist relativ. Ich fahre mal mit denen einfach weiter. Ja, relativ okay jetzt. Vielleicht gleich noch mal richtig ruhig lesen. Oh Mann, geht. So. Der Weg hier nach vorne. Hier geht das ja auch noch. Ja, gut. Und dann kommt hier eine Todesabkürzung. Okay. Das ist ja denn hier so ein Ding, ne? So, ne, nicht für den, sondern für den tanken wir das nach. Dann wären wir hier unten in der Stadt, ne, oder was? Damit wäre auch hier dann irgendwo das Lagerhaus. Dann fahre ich mal hier in den Schnee rein. Ne, war schon gut so, dass ich dich da ein bisschen abstelle. So, mit den Tatarinen hier. Da wird ja kein anderer. Also dieser Weg hier, glaube ich, ist richtig, richtig schlecht. Der wird schon eigentlich so mit der Beste sein. Glaube ich zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn wir sagen. Mal hier so, hier wirst du nirgendwo nach oben kommen. Also das sieht ja relativ human aus. Dann haben wir hier eine richtig beschissene Stelle. Ich weiß ja nicht, ob man denn hier so rumfährt und hier den erst. Ich lese mir nochmal durch so, was der. Was der Dings geschrieben hat. Der Manfred.
Da verlassen wir uns mal im Manfred. So, die Straße nördlich der Brücke im Osten um den Berg herum führt. Also ich denke mal das hier, ne? Wirst du maximal einmal fahren. Deutlich entspannter finde ich den kleinen Weg, der von der Dreien-Sichtbahn mittig. In den Dreien-Sichtbahn mittig. Der hier. In der Mitte ist ziemlich gerade nördlich führt. Ja, hier? Den Weg im Bogen nach Westen. Hier. Wirst du wahrscheinlich auch nur einmal fahren. Okay. Und weiter bis zur Straße oder soll ich sagen, bis zum Eislaufplatz. Also ich weiß ja nicht. Ich würde ja hier, das hier sieht ja auch noch ganz interessant aus, aber ich will jetzt hier nicht so mit den Dings, wenn ich hier nicht so hochkomme, ne? Weil das hier, dieser Weg, der geht ja denn hier, ne? Ab hier ist ja relativ okay. Aber hier, den hier würde ich gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem Tatterin nochmal umdrehe, den Weg hier mir mal angucke. Wahrscheinlich nämlich schon. Da ist denn alles ein bisschen so Spritverschwendung, aber ich muss mir ja den Weg aussuchen. Dass ich sage, ich gucke mir den an und dann fahre ich den Weg hier nochmal. Bei der hier, ehrlich gesagt, so entspannt war der gar nicht. Das hier können wir uns auch noch angucken, ob wir da nach oben kommen. Denn ab hier ist vielleicht ein bisschen besser. Aber wollen wir mal stehen. Guti. Denn nicht quatschen, lass machen. Wie die Wege am besten sind, ne? Okay, ich versuche mal jetzt nicht die Hand. Oh, okay. Wir brauchen die Handbremse. Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nicht unbedingt die Handbremse hier ranmachen, aber das ist eine ganz schöne Rutschung. Ihr seht hier, drückt ihr ganz hin und her. Ich glaube, am geilsten ist es denn, wenn man hier so ein bisschen am Rand so fährt, ne? Ist ja nicht so, dass ich da nicht vertraue. Oha. Nee, da kommst du nicht. Aber deswegen machen wir ja gerade auch diese Extremtests hier. Um den besten Weg auszuloten. Aber ihr seid natürlich auch schon viele diese Wege gefahren. Also, ich freue mich da schon mal, dieser Weg, obwohl der sehr, sehr holprig ist, der beste sein soll. So, und ich gucke jetzt hier gleich mal. Hier haben wir ja dann nur den hier einmal durch. Den wird dann hier nochmal tief. Sehr, sehr tief. Auch für den Tatterin sehr, sehr tief. Aber man kann sie ja dann nach vorne ziehen. Das ist das größte Problem, ne? Ich bin mehr interessiert, ob wir hier hochkommen. Weil das hier ist schon mal sehr, sehr spannend hier. Wir haben gar keinen Griff hier. Aber hier ist kein richtiger Weg nach oben, ne? Oder? Wie sieht das denn hier hinten eigentlich aus? Guck mal, hier könntest du da vorne gerade anfahren. Und hier irgendwo. Gegenlenken. So, genau, und lass. Hier, das würde doch eigentlich gehen, ne? Außer natürlich, hier bricht irgendwas ein, aber sonst so. Das hier hinten. Den, ne? Ich glaub, man macht den hier außen rum, okay. Sonst so die Wendung hier oben rauf oder so, das wäre jetzt für die Großen auch nicht das Problem. Hier so ein bisschen so hoch zu crashen.
Okay, jetzt gucken wir uns noch den anderen Weg an. Dann sind wir ja fast alle durch, ne? Den hier nach oben, ja, das kannst du vergessen. Also, lang, da müssen wir schon außen rum. Dann hätten wir hier ja auch schon wieder richtig, richtig Spaß. Ne? Also ich will mir den Weg hier gleich nochmal richtig angucken. Und noch ein Upgrade. Einzelner Stich im Haus. Gucken wir mal runter, ob hier irgendeine Karre steht. Aber ich glaube nicht. Das steht nicht, oder? Nee. Wir haben noch ein paar Meter vor uns. Das ist keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob der Weg hier richtig so entspannt sein soll, den hier nach oben zu fahren. Ich fange gleich mit den hier an. Das hier nicht, jetzt ist gleich ein bisschen entspannter. Da unten gucke ich mal, aber ich sehe da nicht, dass da irgendwo drin steht. Bei der Weg hier, der hier, dann muss ich nach oben. Zu den Büschen. Und hier so durch, das ist möglich. Und dann hier so. Das geht wohl. Okay. Ja klar, darfst du jetzt nicht da auf die Kante gefahren. Ja, aber das wird ja wahrscheinlich denn hier unser Special Weg, ne? So. Das siehst du natürlich, wir werden den hier unten jetzt mal so ein bisschen vorbereiten. Und mit denen dann gleich auch noch rüber machen. Aber den hier schon mal so ein bisschen vorbereiten. Aber den müssen wir doch ausmachen, ne? Ich sag mal, da hinten den ganzen Eisweg zu fahren, das wird natürlich auch dann sehr, sehr interessant, ne? Da meinst du nicht, dass wir hier so... Nee, das wird nicht. Komm schon. Bevor das jetzt hier so losgeht und ich bin da schon wieder scheiter. Ich habe ja jetzt hier den Weg da rausgesucht. Warum sollte ich jetzt davon abgucken? Wir waren ja ganz normal am Weg vorbei. Aber das könntest du ja niemals alleine machen. Du bräuchtest ja welche, die da richtig auskundschaften. Muss ich das vorher ja wirklich richtig angucken. Bevor du da mit dem Laster, weil wenn du da denn einmal den blöd fährst oder so, dann ist das vorbei. Ne? Ja, dann komplett. So, ich versuche jetzt hier einfach dann da hinzukommen. So halb gerade. Ne? So ein bisschen aus, aber geht wohl. Dann bin ich mal gespannt, ob das hier so ausgeht oder ich dann bisschen die Probleme kriege. Man nimmt natürlich als erstes alles, was nicht so geil ist, ne? Ja, ich wollte es nur. War jetzt der Clever es alles, ey. Ne, gehen ja gar nicht daran. Ah, kommen wir gar nicht daran. Okay. Nein! Was mache ich? Oh Mann! Oh Mann, Mann, Mann. Das machst du bitte nie wieder. Ich wollte nur die Winde lösen eigentlich. Ach, scheiße. Bin ich denn komplett irgendwie Querschnitt gekloppt, ey? Ja, das darfst du ja nicht machen. Oh, shit, ey. Das war ja ein enges Höschen. Da sind ein paar Tropfen gerade weggegangen. Nee, nee. Das war nicht cool.
Ei, hier kämpfen wir uns durch, aber das geht. So, und jetzt bin ich ja eh gleich mal gespannt, ne? Hier so ein bisschen wackelmäßig durch. Wird aber nicht so stören. Müssen wir hier ein bisschen hin und her ausweichen, damit wir hier rumkommen. Aber passt. Guck mal hier, der Abwärtsweg ist jetzt eine Sache, ne? Okay, Audi. Audi. Das ist der eklige Weg. Das geht noch, ne? Oh ja. Scheint hier. Guck mal, der Tatarin, der ist ja auch jetzt nicht so schlankes Auto, ne? Das heißt, wenn wir mit denen hier da durchkommen, dann passen wir natürlich auch mit dem Truck da durch. So, ich muss jetzt nur gucken, dass wir hier nicht hier hin und her wippen. Aber das scheint hier zu gehen, ne? Oha. Ja, da ein bisschen dann weiter jetzt gerade aufpassen. Moin, Mr. Tatarin. Ja, die andere Strecke ist auch so gefährlich, weil das Eis ist, ne? Hier haben wir ja wenigstens ein bisschen Schnee und rutschen hier nicht so wie so ein weg, ne? Die Frage ist jetzt, normalerweise zeigt er ja hier oben an, ne? Ist er jetzt hier gleich rum? Wo die Wurzel liegt. Vor den Stürzen zu sehen. Meine Güte. Okay. Oh. Und jetzt sehe ich schon die nächsten 20.000 Hindernisse. Jetzt stell dir mal vor, du bist da unten und bist Geologe, ne? Du machst da Steine untersuchen. Ja, da ist da. Da fest wieder ein Kopf, ne? Da so ein Truck. Hier. Ich glaube nicht, dass wir hier so durchkommen. Wenn wir hier natürlich abrutschen, ist natürlich alles vorbei, ne? Aber hier ist doch Porsche. Okay, wir haben zumindest das. Ah, wir sitzen auf. Naja, ich habe den Stein gesehen, aber. Ah, wir sitzen nicht mehr auf. Wir sitzen auf. Keine Wendepunkte. Naja, ich muss den irgendwie vom Rad wegkriegen. Ja, das könnte vielleicht ein bisschen besser laufen jetzt. Ach, du Heiliger. Also, dass das hier funktioniert. Gut ab.
ungefähr. Nee, ob ich mich das so jetzt alleine getraut hätte, ne? Also wahrscheinlich hätte ich einen großen Weg genommen. Ich wäre wahrscheinlich an diesen rutschigen Kanten dann extrem verzweifelt, ne? Wir fahren ja jetzt hier ohne Anhänger, ne? Der andere Weg denn mit Anhänger wird ja dann noch ein bisschen spannender. Ne? Aber hier ist ja dann noch so ein bisschen... Ja. Ein bisschen lustig, ne? Hier wird es jetzt, aber bin ich halt werden zumindest überwindbar sein. Oh, ist doch ganz schön tief, ne? Hier ist jetzt keine geile Stelle. Irgendwie. Ich würde gerne immer weiter hinten ein bisschen anpacken. Mal mit dem Dings anziehen. Mehr mit dem Arsch, ne? So. Komm schon. Oh ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Jetzt klappt das, ne? Jetzt müssen wir hier weiter außen rein. Weiß nicht, jetzt vielleicht sogar geradeaus. Dann hinten ein bisschen reinkippen. Hier die Spuren lesen und wie man fahren kann, ist natürlich ein ganz schönes Ding. Ja, und dann da oben ist die Strecke, ne? Und ob wir da tatsächlich alles hier so schaffen und nächstes Mal mit den Anhänger. Ja, das seht ihr beim nächsten Mal, ne? Weil nächstes Mal mit den Anhänger. Also bis dann, habt noch einen schönen und jo. Hat gut geklappt, Leute. Bin echt erstaunt. Also.